Der deutsche Schriftsteller Uwe Jonsson wäre am 20. Juli 60 Jahre alt geworden, meine Damen und Herren. Doch Jonsson starb früh, mit 49 und in der Fremde. In seinem Haus in England, fern seiner geliebten Heimat Mecklenburg, wurde der Dichter 1984 erst 3 Wochen nach seinem Tod aufgefunden. Für Gerüchte und Mythen sorgt das bis heute. Der Berliner Autor Mir Meister folgt in seinem Filmessay den lebens- und literarischen Spuren eines Zerrissenen. Schriftstellerkollegen Uwe Jonssons, vor allem Marcel Reich-Ranitzky, kommen mit kritischer Würdigung zu Wort, die anspruchsvoll und zugleich unterhaltsam ist. Städte verlassen. Sie werden mich nicht entbehren. Das muss doch irgendwo angefangen haben. Irgendeiner muss es gemacht haben, dass ich bei meinem Tode sagen soll, ich bin nur zum Spaß bei euch gewesen. Nehmt es nicht ernst. Warum wollte Jonsson offenbar nicht in Deutschland leben und sterben? Andere haben Schrecklicheres hier erlebt und sind dennoch zurückgekehrt. Wohl deshalb, weil Deutschland für ihn Mecklenburg war und Pommern und die Städte, in denen er da gelebt hat, Leipzig, das alles war für ihn nicht mehr möglich. Im Westen hat er sich nicht recht wohl gefühlt. Ach, wissen Sie, ich glaube, er hat eins geglaubt, einen Denkfehler gemacht, den nun im Leben unendlich oft, unendlich viele Menschen machen. Er hat sich immer Illusionen gemacht, dass er durch den Ortwechsel seine Situation verbessern wird. Er ging nach Rom, nach Amerika, nachher nach England, aber seine Leiden gingen mit ihm mit. Da hätte er am Nordpol sich niederlassen können. Das hätte nichts geändert. Da die Geschichte einem ja das Haus zertrümmert, eine Familie zerschmettern kann, einem den Lehrplan ändert, einem Sprachen beibringt oder einem das Erlernen von Sprachen verweigert, da Geschichte dem eigenen Lande einen bösen Namen in der ganzen Welt einbringen kann, für den man dann in Person zu haften hat, da Geschichte einen aus der Heimat versetzt in eine Fremde, und von da aus in eine noch größere Fremde. Deswegen ist Geschichte reichlich vertreten. Und diese Gesine Kresperl hat eine verständliche Neugier, herauszukriegen, wie es denn gekommen ist zu den verschiedenen Schwenkungen und Ereignissen in ihrem Leben. Der deutsche Schriftsteller Uwe Jonsson starb in der Fremde. In England, einsam, erst 49 Jahre alt. Geboren 1934 in Pommern, fand Jonsson nach Flucht und frühem Tod des Vaters in einem Internierungslager in Mecklenburg, eine Heimat. Er besuchte eine Oberschule in Güstrow, seine Mutter nähte für die russische Armee. Heute, im wiedervereinigten Deutschland, wird der Dichter aus einfachem Hause als ein großer neu entdeckt. Sein Verleger Unseld ließ einen Sonderzug nach Güstrow fahren. Ein Verleger muss alles, was in seiner Macht ist, tun für den Autor, für seinen Autor, ob dieser nun lebt oder wie Jonsson seit Jahren tot ist. Was mir daran missfallen hat, ist nur ein einziges Element. Dies deutsche Bedürfnis aus Schriftstellern, Mythen und Legenden zu machen.
Da fuhren also Leute hin nach Güstrow und haben die Schule besichtigt, in der er mal Schüler war. Da wurde das Klassenzimmer, ja, der Platz gezeigt, wo einst der Schüler Uwe Jonsson saß. Derartiges hat man nicht mit Bertolt Brecht getan, auch nicht mit Thomas Mann oder Heinrich Mann, obwohl die Schule, die von Thomas und Heinrich Mann besucht wurde, heute nach wie vor steht da in der Stadt Lübeck. Was verbirgt sich dahinter? Man liebt in Deutschland und schon seit langer, langer Zeit die dramatisch gescheiterten Schriftsteller. Büchner und Kleist sind ganz große, geniale Schriftsteller. Aber der Kleist-Mythos ist durch seinen Selbstmord am kleinen Wannsee in erster Linie hervorgerufen worden. Der Büchner-Mythos durch den frühen Tod von Georg Büchner. Und das gilt auch für Autoren minderen Ranges, von Theodor Körner bis hin zu Wolfgang Borchert, der früh verstorbene, dramatisch gescheiterte Autor. Nun war aber Jonsson nicht gar so früh, wenn auch viel zu früh gestorben. Aber er war in irgendeinem Sinne gescheitert. Er war schließlich ein Alkoholiker geworden und das gibt der Figur Jonsson ex post einen ganz besonderen Anstrich. Eins ist aber sicher und damit muss man beginnen. Jonsson war ein hochbedeutender Schriftsteller, der Bedeutendes geleistet hat. Aber die Seligsprechung oder Heiligsprechung eines Schriftstellers ist immer schädlich und nützt der Literatur auf keinen Fall. Und man soll auch über Jonsson das Gute, das Schlechte, das Missratene und das Gescheiterte offen reden. Im Jahr der staatlichen Teilung Deutschlands, 1949, wird Uwe Jonsson Jungfunktionär der FDJ, der Jugendorganisation der Kommunisten. Doch schon als junger Germanistikstudent in Rostock verweigert er sklavischen Gehorsam. Nach Stalins Tod, 1953, beginnt auch an der Rostocker Universität eine Kampagne gegen die Kirche. Jonsson soll öffentlich junge Christen aus Güstrow diffamieren. Er weigert sich, wird exmatrikuliert, später, nach Abbruch der Kampagne, wieder zugelassen. Dieser erste Konflikt seiner Moral mit der Macht des stalinistischen DDR-Staates wird Stoff von Ingrid Baben der Erde, seines ersten Romans. Auch die Universität Rostock sollte eine sozialistische werden. Und wer die Auslegung dieser Verwandlung durch die Behörden einmal verfehlt und dabei des Beistandes seiner Kommilitonen entbehrt, geht nach 2 Jahren erst einmal weg. Es muss nicht die Universität sein in Mecklenburg. Unverdrossen als ein Mecklenburger bezog ich eine sächsische Universität, die von Leipzig. In Leipzig traf ich ein Mädchen, das war aus Mecklenburg-Schwerin, aus der Residenzstadt Schwerin geradezu. Auf die hatte ich lange gewartet und kann von Leipzig sprechen als der Stadt, die unsere Jugend war. So viel irgendjemand will, ich bin ein Leipziger. Leipzig in Sachsen ist die wahre Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Glauben Sie einem Landsmanne der Sachsen. Seit 1949 war ich in den Augen der Behörden ein Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik, wiederum ohne dass man mich angegangen wäre um meine Zustimmung in dieser Sache. Der Student Jonsson ist ein Auffälliger, so oder so. Einem Professor, der damals in Leipzig lehrt, fällt er mit einer Seminararbeit auf. Das Referat war eine Sensation. Er sprach wunderbar Englisch, hatte sehr genau gearbeitet, war sehr kritisch gegenüber Hofmannsthal. Es war ein großer Erfolg, es war nicht das, was man eben von einem Studenten üblicherweise erhält. Ich bat ihn in meine Sprechstunde. Wurde gelobt.
Er sagte, ja, er schreibe selbst auch. Ich sagte, das möchte ich gerne mal lesen. Er brachte mir ein Manuskript, Ingrid Baden der Erde. Es war vollkommen klar, dass ein Roman in der DDR nicht erscheinen kann, der mit der Republikflucht einiger nicht negativ gesehener Figuren enden würde. Ich war sehr begeistert. Es war von vornherein klar, hier ist ein ganz ungewöhnlicher neuer Schriftsteller. Das Schweigen, das aus dem Ministerium für Kultur erscholl, nachhallend, dröhnend, es war einfach zu übersetzen. Sie können verhungern von uns aus am steif ausgestreckten Arm der Republik. Sobald Sie sich ein Auskommen gesucht haben im Westen Deutschlands, werden wir Sie des vorhersehbaren Verrats bezichtigen. Jonsons Befürchtung ist berechtigt, wie Dokumente nun zeigen. Stasi und Staatsverlage über den Autor, typischer Fall von Westkrankheit, braucht Gehirnwäsche. Jonson zog es vor, einem neuen Manuskript in den Westen zu folgen, nicht ohne Skepsis. Ich glaube nämlich nicht, dass die beiden Alternativen DDR oder Bundesrepublik ein vernünftiges Gegenüber darstellen würden. Haben Staat und Stasi Jonson und ja die Literatur das Wort überhaupt nicht auch auf lächerliche Weise, auf paranoide Weise überschätzt? Haben sie ihn nicht erst wichtig gemacht durch die Vertreibung von seinem Ort, an dem er schrieb? Nein, das glaube ich nicht. Das war ein Schriftsteller mit Talent und wie immer sich seine Biografie entwickelt hätte, er hätte schon 2, 3, 4 bedeutende Bücher geschrieben. Sie haben ihn nicht überschätzt, sie haben ihn eher in Ost-Berlin richtig eingeschätzt. Sie haben die Originalität der Begabung erkannt und gefürchtet und deswegen haben sie ihn so schikaniert. Er gedachte, den Flüchtlingslagern mit ihren diversen Geldern fernzubleiben. Er war kein Flüchtling, außer im Verständnis von Behörden, die er aufgegeben hatte. Unter Flucht verstand er eine Bewegung in großer Eile, unter gefährlicher Bedrohung. Er war mit der Stadtbahn gekommen. Er hatte vor, ein West-Berliner zu werden, mit dem verlassenen Lande durch seine Freunde verbunden. Jonson findet Unterkunft im Westberliner Bezirk Zehlendorf. Sein Verlag hatte um sofortige Zuzugserlaubnis für den jungen Schriftsteller gebeten und seine Existenzsicherung übernommen. Im freien Teil Deutschlands kann er sein neues Manuskript ohne Angst und ohne Pseudonym veröffentlichen. Der erste gedruckte Roman von Jonson war 1959 erschienen, der Roman Mutmaßungen über Jakob. Das ist ein ungewöhnliches, ein hochinteressantes und sehr charakteristisches Buch. Jonson hat sich eine eigene Interpunktion geleistet. Die normale deutsche Interpunktion wollte der junge Uwe Jonson nicht dulden. Und so fehlen in dem Bücher sehr viele Satzzeichen. Da fehlt immer wieder ein Komma, kein Doppelpunkt, selten ein Komma, wie gesagt, selten ein Fragezeichen. Das alles erschwert die Lektüre. Günter Grass, der den Erfolg von Konkurrenten nicht gerne sieht, hat damals sehr spöttisch sich über dieses Buch geäußert, mit einem gewissen Respekt, ja, aber er sagte im Rundfunk, tja, er sei auf die Idee gekommen, wie man das Buch lesen könne. Er habe nämlich einen Bleistift genommen und überall ein Komma, ein Fragezeichen, ein Doppelpunkt gemacht und plötzlich sei die Lektüre viel leichter gewesen. Jonson hat oft und nicht nur ironisch vor dem Beruf des Schriftstellers gewarnt. Sagte, man soll nicht damit anbandeln. War im Schreiben also nicht nur eine Lust, war es ihm auch Passion und hat das mit den Themen zu tun. Ja, er wusste nun sehr früh schon als junger Schriftsteller, das hängt mit seiner Arbeitsmethode zusammen, dass ein ungeheures Beharrungsvermögen zu diesem Beruf gehört. Ein Aussitzen, nicht im negativen Sinn, wie wir es gelegentlich in der Politik erleben, sondern ein tätiges Aussitzen der Schreibarbeit, ein schmerzhaftes Suchen von Dingen bei sich selbst, in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Erfahrungsbereich,
Jonsson wollte in diesem Buch zeigen, wie Menschen in der DDR leben, wie sich der Mensch im totalitären Staat tarnt, wie der Mensch unerkennbar, undurchschaubar wird für die Polizei, für die Behörden, aber schließlich auch für den Nachbarn, oft genug auch für die eigene Familie. Das Buch beginnt ja damit, mit dem Satz, aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Denn dieser Jakob Abt, der Eisenbahner Mittelpunkt, kommt um und man erfährt nie, warum, was da war. Er ist doch immer über die Gleise gegangen, dann kann es doch nicht ein Unfall gewesen sein, dass er unachtsam ging und unter eine Lokomotive geraten ist. War es ein Unfall? War es vielleicht doch ein Selbstmord? Oder hat ihn der Staatssicherheitsdienst umgebracht? Man weiß es nicht genau. Nur wird eins gesagt, und das ist sehr wichtig. Es war Nebel, frühmorgens und Nebel. Das ist der reale Nebel in der Gegend dort sehr oft. Warum nicht? Es ist auch ein symbolischer, ein metaphorischer Nebel. Es ist jener Nebel, in dem die Menschen, die Individuen im totalitären Staat Schutz suchen. Dieses Buch hat wie kein anderes damals den Alltag in der DDR gezeigt. Und es war natürlich bedauerlich, dass es so schwer lesbar war, aber das gehörte zum Charakter, zum Wesen, zur ganzen Mentalität des Autors. Der Erfolg des Buches war nicht groß. Die Kritik hat sofort gesehen, dass ein bedeutendes Buch ist. Und in aller Bescheidenheit, ich glaube, ich habe die allererste Kritik in Deutschland über dieses Buch geschrieben, eine enthusiastische. Schon 1960 verleiht der Senat von Berlin Uwe Jonsson den Kunstpreis für Literatur. Wird er verstanden? Versteht er sich selbst als politischen Schriftsteller? Ich bin genau das, was viele andere wollen in diesem Beruf. Ich erzähle Geschichten, nicht? Ich würde nicht sagen, dass, wenn sie politisch sind, dann ist die Politik ohnehin da in den Geschichten. Ich habe immer den Eindruck gehabt, bei manchen Rezensenten hatte er einen Ostbonus, ähnlich wie Christa Wolf. Ist das berechtigt, die Frage, die Vermutung? Ein Ostbonus, ja, es hatten sehr viele Autoren diesen Bonus. Alle, die kritisch über die DDR schrieben. Nur, Jonsson hatte eine so durchdachte, so subtile Kritik der Verhältnisse in der DDR gegeben, dass viele oberflächliche Leser und eben auch Kritiker dies gar nicht gemerkt hatten. Ich glaube nicht, dass dieser Bonus von großer Bedeutung war, im Grunde genommen, weil Jonsson in seiner Generation der Schriftsteller aus der DDR konkurrenzlos dastand. Man kann seine Anfänge und die der Christa Wolf überhaupt nicht miteinander vergleichen. Da war doch Jonsson auf einer viel höheren künstlerischen Ebene. Im Sommer 1961 hatten die Sachwalter des real existierenden Sozialismus in Deutschland beschlossen, die Auslegung der Autobahn Rostock-Berlin in der Landschaft auf eine lange Bank zu schieben und das Bauwerk vorerst aufzustellen zwischen dem sowjetischen und den westlichen Sektoren, zum Trocknen, wie die Berliner außerhalb der DDR sagten. Und so kam er einmal eben an den dritten Grenzkontrollpunkt der amerikanischen Armee, Charlie genannt nach dem Militäralphabet, als auf der Westberliner Seite die konventionellen Panzer mit dem weißen Stern eben auffuhren, bis dicht an den weißen Strich, der auf diesem noch befahrbaren Damm den Grenzverlauf markierte, konnte aus einer hochgelegenen Wohnung, deren Inhaber an die Fotografen Fensterplätze vermietete, die schmalen Rohre aufnehmen, die aus seiner Sicht über die Grenze ragten, davor die gefechtsmäßig ausgerüstete Linie Soldaten, in der Ferne die konventionellen Sowjetpanzer mit dem weißen Stern, und kam ihr einmal, wenn ein Flüchtling im Grenzkanal schon erschossen war, ein Flüchtling schon vom Dach zu Tode gestürzt, fotografierte er die verbliebene Zuschauermenge, die im Wasser stochernden Soldaten auf den Wachbooten oder die Löcher im Dach, die der Tote bei seinem Sturz gerissen hatte, konnte das verkaufen. Und auch noch die Wolke der Tränengasbombe, die die Horde der Fotografen von der Szene zurücktrieb. Oft hatte er das Gefühl, zu leben wie in einem Film.
Der Horrorfilm der deutschen Teilung. Die Zerrissenheit in zwei Staaten bleibt Jonsons großes Thema. Die nächsten Bücher, die er schrieb, waren nicht mehr bedeutend. Da war das Karschbändchen und da war vor allem das Buch Zwei Ansichten, in dem aber letztlich eben nur eine Ansicht war. Man hat ihn den Dichter des geteilten Deutschland damals genannt, das war ganz falsch. Das war er nie. Er war ein Dichter der DDR. Er hat den Westen gar nicht richtig gekannt, kennen wollen. Und in seinen Büchern kommt immer die Ostwelt. Und in dem Buch Zwei Ansichten sollten ja beide da sein, die Ostwelt und die westliche. Aber es ist wirklich überzeugend nur die östliche da. Am öffentlichen Diskurs über Ostwelt und Westwelt, am Gespräch zwischen Politikern, Publizisten und Poeten, im Westberliner Literarischen Kolloquium etwa, beteiligt er sich durchaus. Gegen seinen Ruf als dichterischer Experte für die deutsche Teilung allerdings wehrt er sich. Und schmerzlich ist für den ortlosen Mann aus Mecklenburg, dass er im Westen Deutschlands, noch ist kalter Krieg, auf manches Misstrauen stößt. Und es erhob sich die Vermutung, ich sei in Wahrheit über die Grenze geschickt als ein trojanisches Pferd. Da ich mich in meinem zweiten Buch weiterhin beschäftigte mit den Unterschieden der Grenze und der Entfernung zwischen den Daseinsmöglichkeiten in beiden deutschen Staaten, wurde ich schließlich gedeutet als Dichter der beiden Deutschland oder der deutschen Teilung. Dies Etikett zu bestreiten, machte ich mir ausdrücklich Mühe. Die einzige Bedingung, unter der ich diese Indizierung hätte annehmen mögen, war ihr Wortsinn, blieb mir vorenthalten, in beiden deutschen Deutschlands mit dem Leser verkehren zu können. Auch als Westberliner wurde ich verstanden oder behandelt und ich gebe diese Stadt als einen Wohnsitz für 15 Jahre zu. Nicht nur habe ich sie mir als eine Heimat erworben, ich versuchte auch ihren anderen Bewohnern gut zuzureden bei dem Gebrauch, den sie seit der Einmauerung von ihrer Stadtbahn machten, was mir neben bösen Briefen und anonymen Telefonanrufen auch eine neue Kennzeichnung einbrachte, die als Kommunistenschwein. Aber bis heute keine lebenslängliche Freikarte der Berliner Stadtbahn, wenigstens für den Bereich der Westsektoren. Dann trug mir eine Doppelgeschichte über eine Berliner Liebschaft, getrennt und zerrüttet durch die vollendete Grenze, nochmals den Titel auf den Leib, der mich zum Fachmann machte, bloß für die deutsche Teilung, und ich verzog mich nach New York. Betroffen war die eigene Person. Ich bin das Kind eines Vaters, der von der planmäßigen Ermordung der Juden gewusst hat. Betroffen war die eigene Gruppe. Ich mag 12 Jahre alt sein, ich gehöre zu einer nationalen Gruppe, die eine andere Gruppe abgeschlachtet hat, in zu großer Zahl. Der Schock kann nachgewiesen werden an der Verkrüppelung von Reaktionen. Die Studentin Crespal 1952 in Halle ertrug die Vorlesungen eines Professors Erzenberger, solange sie aus ihrem Gedächtnis wegdachte, dass er einer der überlebenden Juden war. Sie schaltete das Vertrauen zur Ostdeutschen Republik ab, nur weil die Anstalten machte, Stalins Ärzteprozess vom Januar 1953 zu übernehmen und so ein ungefähres antifaschistisches Versprechen brach. Die Auswanderin Crespal trat vorsichtig und rasch weg und zurück aus einer Imbissbude am Union Square, New York, als sie die Sprache der Wirtsleute erkannte als Jiddisch. Da ist ein Schock nachzuweisen. Düstere deutsche Vergangenheit und Heimatverlust, das holt ihn auch in New York ein, der Heimat der Heimatlosen. In einem Haus am Riverside Drive beginnt Jonsson die Jahrestage zu schreiben. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit hilft ihm und seiner Romanheldin Gesine Crespal die New York Times. Oh,
Was kann die New York Times schimpfen? Es ist nichts Außergewöhnliches. Außer, dass der städtische Beauftragte für Wasserversorgung, Gas und Elektrizität in der vorigen Woche nur deshalb zurückgetreten ist, weil er mit Antonio Corallo, Tony Duktig von der Mafia, eine Sache laufen hatte, bei der es um die private Verteilung von zum Beispiel $835.000 städtischen Geldes ging. Was für eine Person stellt Gesine sich vor, wenn sie an die New York Times denkt wie an eine Tante? Eine ältere Person. Auf der Oberschule wurden so Lehrerinnen bezeichnet, vorgeschrittenen Alters, humanistisch gebildet, die in gutem Willen den Lauf der Dinge missbilligten. Er hat dann Jonsson plötzlich alle überrascht mit der Idee, ein dreibändiges Werk zu schaffen mit dem Titel Jahrestage. Es sind dann, um es gleich zu sagen, 4 Bände daraus geworden. Das war 1970, ja, 70. Da begann diese Tetralogie Jahrestage. Es ist ein New York-Buch zuerst und im Mittelpunkt steht Gesine Krespal, die Witwe des Jakob Abs aus dem ersten Roman, dem Roman Mutmaßungen über Jakob. Diese Gesine Krespal lebt in Düsseldorf, aber sie zieht um mit ihrer Tochter nach New York. Nun, sie dient im Grunde nur als Medium. Sie ist ein Medium, sie ist diejenige, die das wahrnimmt in New York, was er, Jonsson, registrieren und beschreiben will. Also diese ganzen Impressionen, New Yorker Skizzen und Reportagen, einzelne Episoden. Und sie tut dort in New York vor allem eins. Und das macht den Roman etwas fragwürdig. Sie liest die New York Times. Dagegen ist ja nichts zu sagen, warum nicht? Klar, sie liest die New York Times sehr aufmerksam und berichtet uns im Buch über ihre Lektüre. Nur die New York Times, ich habe das damals geschrieben, ich glaube nicht, dass es falsch war, die New York Times kann man auch in Düsseldorf abonnieren und lesen. Zu dem Zweck hat er Jonsson, seine Heldin, nicht unbedingt nach Amerika schicken müssen. New York ist dieser Frau zugeschrieben worden als ein Ort zum Leben. Mecklenburg ist ihr verweigert. Das andere Element in dem Roman ist die Geschichte der Großeltern. Der Großeltern der Gesine Krespal in Mecklenburg. Die erzählt sie der kleinen 10-jährigen Tochter, die möchte wissen, im Allgemeinen wollen die Kinder das gar nicht wissen, aber sie wollte wissen, wie die Großeltern gelebt haben. Ich glaube nicht, dass das psychologisch sehr überzeugend ist. Im Allgemeinen interessieren sich kleine Kinder überhaupt nicht für das Dasein ihrer längst toten Großeltern. Und nun hat auch die Gesine Krespal ihre Eltern kaum gekannt. Sie ist früh gestorben. Was sie erzählt, ist etwas ganz anderes als die New York-Bilder. Es ist eine Idylle. Nein, eine Idylle ist nicht ganz richtig, aber es wird die Welt um 33 in Mecklenburg gezeigt, gar nicht beschönigt, gar nicht verharmlost, aber mit dem Bedürfnis, das Seelische zu seinem Recht kommen zu lassen. Es sind da viele Naturschilderungen, die etwas schwerfällig sind, in einer sehr gravitätischen Sprache geschrieben. Es ist wohl ein Versuch der modernen Welt, eine innerliche Welt entgegenzuhalten. Und das war kein sehr überzeugender Versuch. Immerhin, es war ein umstrittenes Buch mit verschiedenen, sehr positiven Teilen. Hier hast du Leben auf dem Lande, Mecklenburg, Kalifornien. Bleib hier, Gesine. Hier, sobald ich kann, kaufe ich dir ein Haus. Doch die Liebe zu New York macht Jonsson nicht blind für Schattenseiten der amerikanischen Gesellschaft. Armut, Gewalt, Mord an den Brüdern Kennedy und 1968 Martin Luther King. Aufgewacht von flachem Knallen im Park, Schüssen ähnlich. Unerschreckt stehen Leute an der Bushaltestelle gegenüber. Hinter ihnen spielen Kinder Krieg. Der Slum ist ein Gefängnis, in das die Gesellschaft jene deportiert, die sie selbst verstümmelt hat. Einen Träger des Nobelpreises, den erschießen wir hierzulande. Er muss nur ein Neger sein und das Bürgerrecht für Neger verlangen.
Wenn das wieder anfangen soll in einem sozialistischen Land, dass zu einem Mord ein Mörder gehört, dass die Toten wenigstens ein Recht haben auf die Wahrheit ihres Todes, dass die Todesfälle durch Gewalt in der Nacht, im Geheimnis, hinter verschlossenen Türen verboten werden und wenn nicht verhindert, verurteilt. Es könnte ja ein Sozialismus anfangen, mit einer in Kraft gesetzten Verfassung, mit der Freiheit zu reden, zu reisen, über die Verwendung der Produktionsmittel zu bestimmen, auch für den Einzelnen. Inzwischen bleiben zwei sowjetische Regimenter in der CSSR, obwohl die Manöver seit dem 30. Juni abgeschlossen sind. Es fehle ihnen an Reparaturwerkstätten, erklären sie. Sie kriegen nicht genug Frachtraum auf der Eisenbahn, klagen sie. Das ist mein letzter Versuch mit einer Reparatur am Sozialismus. Blutiges Ende des Prager Frühlings. Verlust einer weiteren Hoffnung auf Heimat. Magnetisch zieht es Jonsson zurück nach West-Berlin in die Nähe vertrauter Landschaft. Doch von Politik und Protest hält er sich fern. Wenn der Verfasser an vergangenen oder künftigen Ansätzen taktischer Politik keinen Teil nahm oder wenig teilnehmen wird, so geschieht es weder aus Missbilligung noch aus Furcht, sondern weil er im gegenwärtigen Zeitpunkt jede revolutionäre Bewegung als eine vergebliche Unternehmung betrachtet und nicht die Verblendung derer teilt, welche in den Deutschen ein zum Kampf für sein Recht bereites Volk sehen. Der Verfasser betrachtet als seine Arbeit vorläufig das Schreiben. Der Schriftsteller Jonsson einsam, in keiner Welt mehr zu Hause, politisch nicht, in keiner Stadt, auch nicht in Berlin. Und der Mensch Jonsson? Warum ist eine Näherung so schwierig? Was war sein Glück, sein Unglück? Wer war er wirklich, der nun Hochgerühmte? Hier werden Fragen gestellt. Jetzt soll ich ein Bekenntnis ablegen. Wozu soll ich mich bekennen? Ich kann nur sagen, wie es hier ist und mir geht. Und sehe übrigens nicht recht ein, warum ich das Wem sagen sollte. Gibt es eine Episode aus der frühen Zeit oder der späten, sehr, sehr schwierigen Zeit, die ein Licht auf den Menschen Jonsson wirft? Ja, ich kann Ihnen eine Kleinigkeit erzählen, die lächerlich ist. Eine ganz kleine Kleinigkeit. Aber die zeigt, wie schwierig es für ihn war, einen anderen Menschen zu verstehen. Ich habe mal am Anfang der 60er Jahre eine Anthologie gemacht, deutscher Geschichten, die dann später unter dem Titel Erfundene Wahrheit erschienen war. Und ich wollte eine Geschichte von Jonsson, eine bestimmte, haben. Jonsson hatte brieflich geantwortet dem Verlag, nein, er möchte die Rechte nicht weggeben. Ich kam nach Berlin und rief ihn an. Er lebte damals in Berlin. Sagte, Herr Jonsson, wir kannten uns natürlich von der Gruppe 47. Ich bin jetzt in Berlin. Bitte diese Geschichte, die ich von Ihnen haben wollte, Sie haben Nein gesagt, aber da geht es um eine repräsentative Anthologie. Bitte geben Sie mir die Rechte, ich möchte das haben. Er hat sich ein bisschen überlegt und dann gleich Ja gesagt. War gar nicht schwierig. Dann aber hat Jonsson das Bedürfnis gehabt, nein, er glaubte, das schickt sich so, mit mir etwas Konversation zu machen. Und das war für mich verblüffend, denn er sagte mir, ja, Herr Reich-Ranicki, hoffentlich gefällt Ihnen Berlin gut. Ich war sprachlos. Ich sagte, Herr Jonsson, ich bin in dieser Stadt aufgewachsen und jetzt in den letzten 15 Jahren bin ich alle paar Wochen in Berlin. Was soll ich Ihnen da antworten? Hoffentlich gefällt Ihnen Berlin gut. Völlig nebensächlich, eine Kleinigkeit. Aber diese Schwerfälligkeit, das Gravitätische, das Feierliche. War er selbst denn überhaupt ein politischer Mensch? Er galt ja in der DDR dann als Verräter nach dem Fortgang. Hier fühlte er sich fremd. Suchte er einen dritten Weg? Nein. Ich glaube nicht, dass er ein politischer Mensch war. Er war ein sehr einsamer Beobachter des Lebens, der wohl
nicht leicht Vertrauen zu anderen hatte und zur Freundschaft, Liebe nur in Grenzen bereit war. So wie seine Helden sich vor ihrer Umwelt tarnen, so hat er selber sich ja auch getarnt. Er war kein Mensch, der offen, direkt redete. Man konnte nicht mit ihm so reden wie beispielsweise um einen ganz anderen Menschen, geradezu einen Antipoden zu nennen, mit Heinrich Böll. Heinrich Böll war ein heiterer Rheinländer, sehr menschenfreundlich, zugänglich, ein direkter Mensch von großer Unmittelbarkeit. Das war Jonsson nie. Das konnte er gar nicht. Aus Metropolen flieht Jonssons Erinnerung immer neu ans lichte Meer der Kindheit. Doch Mecklenburg, die Ostsee, das geliebte Fischland, unerreichbar. Kein Visum für sogenannte Verräter. So sucht der deutsche Odysseus das nächste fremde Ufer. Es wird sein letztes sein. Sheerness-on-Sea, England. Für die Engländer, die mit mir umgehen, sollte ich nun ein German sein, wenn nicht gar ein bloody German. Aber sie wollen Deutsches von mir nicht wissen, wollen reden über das Fischen und das Wetter und fragen mich das als einen Nachbarn. Jonsson hatte eine Krise durchzumachen, eine sehr schlimme Krise. Er konnte nicht schreiben. Warum? Wir haben es dann 1980 erfahren. Er hielt 1980 Vorlesungen an der Frankfurter Universität. Und er hat die Vorlesungen, die hielt er 1979, aber sie erschienen als Buch unter dem Titel Begleitumstände 1980 im Suhrkamp Verlag. In diesem Buch stand etwas ganz etwas Unheimliches und etwas, was in der Literaturgeschichte nun wirklich sehr selten vorkommt. Aber es wurde kaum von jemandem gemerkt, weil es ganz am Ende des Buches stand. Ein paar hundert Seiten musste man gelesen haben, um das zu finden. Jonsson erklärte den Studenten, und ich spreche darüber nur, weil es ja gedruckt in einem Buch vorliegt, warum der vierte Band nicht da sei. Er habe den vierten Band nicht schreiben können, weil er von seiner Frau betrogen wurde, weil seine Frau eine innige Verbindung hatte mit einem tschechischen Offizier des tschechischen Geheimdienstes. Und dieser hatte ihr den Auftrag gegeben, den Uwe Jonsson zu überwachen und dafür zu sorgen, dass die Darstellung von Ereignissen im Zusammenhang mit der Tschechoslowakei auf angemessene Weise erfolgt. Und als er das erfuhr, Jonsson, diesen schrecklichen Verrat, da sei bei ihm eine Schreibhemmung entstanden. Also kurz, deshalb sei, sagte er 79, dieser vierte Band nicht entstanden. Man hatte nicht die geringste Hoffnung, dass der Band je entstehen würde, denn man wusste schon, es war gar nicht zu verheimlichen und heute muss davon die Rede sein, wo Jonsson Zuflucht und Schutz suchte, nämlich beim Alkohol. Er trank viel, immer mehr und er konnte überhaupt nicht mehr arbeiten. Er war auch völlig unfähig, eine Stunde oder eine halbe ohne Alkohol zu existieren. Man flüsterte sich die Flaschenzahl zu, die er täglich da, die Flaschen Wein, die er konsumierte. Ich habe ihn in dieser Zeit in Berlin getroffen, 2-3 Mal. Ich war nie mit ihm befreundet, davon kann nicht die Rede sein. Es war noch nie eine nahe Beziehung. Er war mir als Mensch eigentlich sehr, sehr fremd. Das war ja ein Mensch vom Lande, kein urbaner Mensch und durchaus kein Intellektueller. Natürlich war er mir fremd. Ich habe ihn da in Berlin getroffen und das war ein Schrecken. Ein völlig betrunkener Mensch nachmittags um 4:30 im Haus der Akademie, der Berliner Akademie der Schönen Künste. Er wohnte da eine Weile und
Man sah die Ruine als Menschen vor sich. Ich betone das so stark, weil niemand gerechnet hat mit dem, was dann kam. Dass nämlich im Herbst 83, 10 Jahre nach dem dritten Band, der Jahrestage doch der vierte erschien. Und der vierte war der weitaus beste. Die besessene, erfolgreiche Vollendung seines Hauptwerks im Haus an der Themsemündung macht die Verluste nicht vergessen. Vor allem die privaten nicht. Die traumatische Trennung von Heimat, Frau und Kind. Wenn er nicht schreibt, der Ruhelose, oder in seinem Stammpub trinkt, besucht er Kollegen. Böll und Frisch, die Bachmann, Grass und Kunert. Ich habe sie beide ein einziges Mal zusammen erlebt. Es war in der Akademie in Berlin. Es muss einer seiner letzten Aufenthalte in der Bundesrepublik bzw. West-Berlin gewesen sein. Es scheint ja, dass er das Gespräch nicht einfach abgebrochen hat mit Kollegen aus der DDR oder überhaupt mit dieser DDR, die ihn verletzt hat. Überhaupt nicht, denn er hat eigentlich auch immer, wenn er in Berlin war, versucht, mit Kollegen, die aus der DDR kamen, zu sprechen. Sein Interesse war immer lebendig und es war das persönlich-biografische und dann vielleicht natürlich auch ein literarisches. Die Teilung Deutschlands, voraussehbar, war pünktlich eingetroffen. Und am Verhalten der Mehrzahl der Deutschen war zu merken, dass ihnen die Einheit als Wert an sich vielleicht an dritter Stelle stand als nationale Aufgabe. Er hat eine neue Welt nie gefunden. Er war im Westen, also in der Bundesrepublik, immer ein Fremder geblieben. Daran ist niemand schuld. Er hat Preise, hohe und bedeutende Preise erhalten. Es ging ihm nicht schlecht. Nicht die Bundesrepublik ist daran schuld, dass er sich hier fremd fühlte, aber er brauchte dies Mecklenburg und dies Pommern. Ich habe sogar etwas gehört, mal, was sehr charakteristisch ist, und das wird gewiss stimmen. Er sei nicht selten im Sommer, vor allem vielleicht auch im Winter, nach Travemünde gefahren. Und dort hat er einen Punkt erreicht an der Küste, wo man seine Heimat sehen konnte, wohin er nicht hinkommen konnte, die mecklenburgische Küste. Er kam immer wieder dahin, um diese Küste, um diese Wälder, die ja nicht viel anders aussehen als die Wälder bei Travemünde oder bei Lübeck, um die doch noch einmal von dort zu sehen. Nach Ingeborg Bachmanns Tod in der Reise nach Klagenfurt ist da nicht doch die Ahnung des eigenen Todes. Ich habe es noch mal gelesen. Hat er ihn nicht doch gesucht dort in England? Nein, ich glaube nicht, dass man das so sagen darf. Die Ahnung des eigenen Todes ist bei jedem Schriftsteller vom Rang da. Von einem bestimmten Augenblick an ist das ein Gedanke, mit dem sich jeder Schriftsteller direkt oder indirekt befasst. Die andere Sache, er hat den Tod gesucht. Nein. Er hat gar nicht den Tod gesucht, aber er hat sich dem möglichen Tod nicht widersetzt. Uwe Jonsson stirbt in der Nacht zum 24. Februar 1984. Erst am 13. März wird er in seinem Haus aufgefunden. Jonsson fühlte sich ja, wie man heute weiß, der Spiegel schrieb neulich drüber, zu Recht von der Staatssicherheit verfolgt, überall in der Welt, wo er hinfloh. Ist es völlig abwegig zu vermuten, dass die Stasi an diesem mysteriösen Tod in irgendeiner Weise beteiligt ist? Also für eine derartige Vermutung sehe ich jedenfalls keine Anhaltspunkte. Und ich weiß nicht, warum man woanders die Ursache suchen soll. Jonsson hat allein gelebt und hat unzählig viele Flaschen Wein täglich getrunken und in einem bestimmten Augenblick hat sein Organismus das nicht ausgehalten. Da sehe ich nichts Mysteriöses, dass man seine Leiche erst spät gefunden hat. Nun, ganz einfach, er hat allein in diesem Haus gewohnt und niemand wusste, dass er tot ist. Das hat man erst
nach Tagen gemerkt. Das ist nicht mysteriös. Bei einsamen Menschen passiert das. Und er ist, glaube ich, mit einer Flasche Wein in der Hand gestorben. Er wollte wohl noch die Flasche öffnen und ist dann zusammengebrochen. Tod im Nebel. Wie der des Jonsson-Helden Jakob Abs? Mutmaßungen. Gewiss. Sicher ist, Jonssons Werk erlebt seit Mauerfall und Wiedervereinigung eine erstaunliche Renaissance, ist nun greifbar und wird gelesen, auch in den Landschaften seines Leidens, an den Orten seiner Kindheit und Jugend. In Güstrow und Rostock und Leipzig Ausstellungen und Hommagen für einen allzu lang verlorenen Sohn. Gerade weil wir nun nach der Vereinigung den schwierigen und langwierigen Versuch machen, zu einem Staat zusammenzuwachsen, weil wir Antworten suchen auf die Fragen, wie war das am Anfang und wie war das am Ende möglich, bietet sich das Werk von Uwe Jonsson an. Es erzählt deutsche Geschichte, es erfindet deutsche Wirklichkeit. Wie wohl Jonsson das notierte, so große Ehrung, so hohen Anspruch, der trotzig zerrissene Einzelgänger, nun einen der Versöhner, in Zweifel und ironische Distanz des Odysseus aus Mecklenburg mischten sich wohl doch auch Stolz und Freude über diese Heimkehr zu den Wurzeln. Das Fischland ist das schönste Land in der Welt. Das sage ich, die ich aufgewachsen bin an einer nördlichen Küste der Ostsee, woanders. Wer ganz oben auf dem Fischland gestanden hat, kennt die Farbe des Boddens und die Farbe des Meeres, beide jeden Tag sich nicht gleich und untereinander nicht. Der Ruhm Jonssons heute, das sind die Bücher Mutmaßungen über Jakob und der vierte Band der Jahrestage. Er hatte da die ersten Jahre nach 45 in der Sowjetzone und in der DDR gezeigt, fabelhaft recherchiert und vieles, man kann das ohne Übertreibung sagen, so dargestellt, so anschaulich sichtbar gemacht und auch dokumentiert, wie es kein anderer Schriftsteller in jener Zeit auch nur annähernd zu tun vermocht hat. Ich habe versucht, Ihnen das Vorletzte und Letzte über Uwe Jonsson zu entlocken. Habe ich etwas nicht angerührt, was Sie von sich aus gerne noch loswerden würden? Nein, ich kann nur sagen, man sollte sich hüten, die Figur Uwe Jonsson in einen Mythos, in eine Legende zu verwandeln. Er war ein Schriftsteller, der unter uns gelebt hat. Er war ein Mensch von ungewöhnlicher Begabung, mit dem es die Leser nicht leicht haben. Aber niemand hat es schwerer als Uwe Jonsson mit sich selber. Er hat an sich selber gelitten. Und das hat schließlich zu seinem Tod geführt. Beim Gehen an der See gerieten wir ins Wasser. Rasselnde Kiesel um die Knöchel. Wir hielten einander an den Händen. Ein Kind, ein Mann unterwegs an den Ort, wo die Toten sind. Und sie, das Kind, das ich war.